Moin und willkommen bei 7 Days to Die. Wir werden heute die zweite Händlerquest in Angriff nehmen und dazu gehen wir jetzt mal zu dem Ausrufezeichen, nehmen das an. Und dieses Ausrufezeichen, das führt uns in Bobs Café. Mal gucken, was uns da erwartet. Ich gehe erstmal außen rum, glaube ich, und sondiere die Lage sozusagen. Noch ist es hier ganz ruhig. Nicht zu sehen, nicht zu hören. Und ich stelle gerade fest, unser Inventar ist leicht überfüllt. Ich glaube, da muss ich mal so ein bisschen aufräumen. Macht nichts, das kriegen wir schon alles noch rein. Wir werden bestimmt hoffentlich schöne Sachen drin finden. Und ich erwarte ehrlich gesagt Schlimmes, weil das unsere erste Händlerquest ist, wo wir nicht buddeln, sondern wo wir Zombies platt machen müssen. Und ich nehme an, dass da ganz fürchterliche Gestalten rumlungern, die uns so richtig an die Wäsche wollen. Und ja, ich weiß nicht, ob da besonders viele drin sind, besonders starke. Oder, na, irgendwas Besonderes muss da schon drin sein. Oder sind es vielleicht auch nur die normalen Zombies? So, einmal wie immer? Nee, ne? Das kann ich mir nicht vorstellen. Na, wir werden das sehen. Ich werde mich mal durch den Hintereingang schleichen, glaube ich. Und dann gucken wir mal, was uns hinter dieser Tür erwartet. Ach so. Freigeschaltet. Ja, Diggi, kann's aufhören. So, da liegt das erste Opfer. Zack. Jo, hat gesessen, würde ich sagen. Soweit, so gut. Soweit alles normal. Oh, alles klar. Da kommt noch einer. Oh, wie nett. Er hat mir ein Säckchen dagelassen. Oh, okay. Stahl nehmen wir auch gerne mit. Aber der Rucksack ist schon wieder voll. Oh, ob das nicht nachher noch. Ah, das wird wohl eng werden. Oh, was mache ich denn jetzt? Ja, weg damit. Jetzt passt's, aber. Ach, das passt mir alles gar nicht. Nee, die lasse ich da. Oh, jetzt muss ich aber auch echt alles klein machen, ne? Aber ich hatte jetzt auch keine Lust, extra wieder nach Hause zu rasen, nur um dann hier wieder anzutanzen. Nun haben wir hier gestanden und nun habe ich gedacht, nun gehen wir hier rein. Egal wie spät das ist, egal ob wir die Blutmondnacht schon vorbereitet haben oder nicht. Wir stehen jetzt hier vor der Tür, also gehen wir jetzt auch rein. So, ich könnte ja mal die Chrysanthemen-Dingsbumse da wegwerfen eigentlich, ne? So demnächst. Aber dann wird's auch eng, dann weiß ich nicht mehr, was ich zacken soll oder wegwerfen soll. So, ich sehe hier kein Versteck. Ah, leckere Innereien vom Kühlschrank. Nö, ich glaube, hier ist nichts mehr. Oh Mann, wir kriegen noch nicht mal das Gammelwasser mehr mit. Das ist aber traurig hier. So, nochmal Gammelwasser. Oh, und hier geht's hoch. Ja, da gucken wir gleich mal nach dem Rechten und machen uns auf Geier gefasst. Ich glaube, damit ist wohl zu rechnen. Da fliegt auch schon einer und da krabbeln die ersten Kriecher rum. Guten Morgen, lieber Herr Bauarbeiter. Die Schicht ist zu Ende. Die Schicht ist zu Ende, sag ich. Was steht denn der nochmal auf? So, kurzer Prozess. Waren das schon alle? Das ist ja mager hier. Oh, sind wir hier gleich bei der. Ach, nett. Fortifying Grip.
Wir sind ja hier gleich im Paradies gelandet. Mit 1000 Kisten und so. Auf dem Dach, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, soll mir recht sein, ne? Dann schlachten wir doch mal das Schwein. Ah, den Fortifying Grip finde ich ja schon nett, ne? Den haben wir noch nicht und ich glaube, den müsste ich dann später noch in Knüppel tun können. Weil der noch einen Modplatz frei hat. Super. Ja, soweit so gut. Den Adler dann nehmen wir noch mit. Aber mehr ist ja dann, glaube ich, auch nicht, ne? Habe ich was übersehen? Da oben ist noch ein Rucksack. Ja, jetzt weg mit den Viechern. So. Ja, das ist ja jetzt bisher, wenn mich da im Nebenzimmer nicht noch was erwartet, relativ unspektakulär, ne? Ich dachte, hier geht voll die Luzi ab. Okay, hier dümpeln noch ein paar Gesellen. Oh, 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 jetzt wird's aber gefährlich hier. Heidewitzka, Herr Kapitän. Ja, was ist? Wollen wir draußen zusammen spielen? Ist so schönes Wetter gerade. Raus an die frische Luft. Ja, ihr müsst doch mitspielen. Einfach hinlegen ist jetzt auch nicht nett. Oh, sag mal, wolltest du mir auf den Arm springen? Klingt auch so ein bisschen immer wie so ein kranker Esel, ne? So, den haben wir auch. Ey, jetzt sag aber nicht, das war alles. Ehrlich? Das war jetzt das Questhaus. Das habe ich mir spektakulärer vorgestellt irgendwie. Ja gut, ich meine, ich will mich nicht beschweren. Wir haben den netten Mod gefunden. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Und ansonsten, ja, die Taschen sind eh voll. Dann würde ich sagen, sind wir hier schon wieder fertig? Ich dachte, wir bräuchten da viel länger für. Das ist, naja, 16:45 abends. Das ist schon mal soweit ganz gut. Ich glaube, ich nehme jetzt nochmal hier die Regale kurz auseinander. Damit wir nicht extra Eisen schmelzen müssen, um unseren Knüppel zu reparieren und so. Also die Regale, finde ich, die gehen immer schnell. Die kann man ruhig mal mitnehmen, egal wo man so ist. Das ist mir eigentlich lieber als schmelzen, weil das gleich verwendbar ist, das Eisen. So. Kommt auch keiner mehr rein. Das ist ja friedlich hier heute. Ja. Dann sind wir durch, ne? Oder was sagt ihr? Jo. Gut. Dann würde ich sagen, schwingen wir uns aufs Fahrrad. Und radeln nach Hause. Und dann werde ich meine Taschen kurz ausleeren. Und noch ein bisschen... Naja, ich glaube, ich habe gar kein Eisen mehr zu Hause. Mal gucken, ob ich Eisen noch zu Hause habe. Ich glaube nicht, aber das nehmen wir dann mit zum Händler und schmelzen das ein. Zumindest das, was wir jetzt in der Tasche haben. Ja, und dann holen wir uns mal unsere Belohnung ab. Das kann ja nur was Tolles sein, das wissen wir alle. Weil ja auch die Händlerbelohnung mit dem letzten oder vorletzten Patch, nee, mit dem letzten Patch, auch... Oh, sag mal, tritt in die Pedale. Diggi, Diggi, gib alles. Okay, jetzt gleich, pass auf. Und... Oh Mann, das war schwere Geburt. Die Händlerbelohnungen sind ja mit dem letzten Patch verbessert worden, angeblich.
Und das werden wir dann gleich mal in Augenschein nehmen. Wobei wir im Moment ja nur die einfachen Quests machen aus Stufe 1. Und da wird es natürlich nicht so tolle Sachen geben, nehme ich jedenfalls mal an, wie wenn man irgendwelche Quests auf Stufe 2, 3, 4, 5, 6 macht. Ich weiß gar nicht, ob es das im Moment schon gibt, ob das noch kommt oder keine Ahnung. Ich bin wie immer völlig uninformiert. Das Schöne ist aber, ich werde auch noch überrascht in diesem Spiel. Das gefällt mir ganz gut. So, Gott sei Dank haben wir es nicht weit. Da vorne sollte schon gleich unsere Base zu sehen sein. Genau, einmal um die Ecke. Da sind wir dann schon. Ja, so langsam nimmt sie Gestalt an, wenn man sich das mal so anguckt, würde ich mal so sagen. Okay, Fahrrad passt nicht mehr rein. Gut, wo war jetzt hier mein Aufgang? Mein Aufgang. Ich fühle mich hier noch nicht zu Hause, man merkt's. Sag mal, hallo, ist meine Leiter weg? Nee. Haben wir heute schönen blauen Himmel. So. Ja, dann rein mit dem Kram. Habe ich schon wieder was zu verkaufen? Ich weiß gar nicht. Haben wir eigentlich gerade erst gemacht? Ich glaube nicht. Dann sortiere ich jetzt erstmal so grob ein und dann gehen wir nochmal zum Händler. Und dann werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen die Base aufwerten, weil wir 12 Steine schon wieder aufwerten können mit Betonmischung. Und ja, dann sollten wir uns dann aber doch daran machen, die Vorbereitungen für die zweite Blutmondnacht zu treffen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ich hoffe, die klappt gut. Ich möchte eigentlich den, ja, wie soll ich es nennen, den Bug der Zombies, nein, also die geringe Intelligenz der Zombies nicht unbedingt weiter ausnutzen, wobei das ja mit 17.1 wieder verbessert worden sein soll. Ich weiß also schon wieder nicht so richtig, inwiefern mich da schlimme Dinge erwarten in der Blutmondnacht. Ich werde es jedenfalls nicht drauf anlegen, mich da wieder gegenüber von diesem Nachbarhaus hinzustellen, damit die alle aus dem Fenster springen. Das war ja beim ersten Mal auch keine Absicht, aber das war ja auch jetzt nicht so richtig so ein Fight, ne? Das war, naja, wie ich immer sage, Moorhuhn schießen. Viel mehr war das ja nicht. Wobei ich darauf verzichten kann, dass ich umgebracht werde, aber naja, so ein bisschen herausfordernd soll es ja schon sein. Also ich denke, ich werde versuchen, mich in der nächsten Blutmondnacht ein bisschen mittiger aufzuhalten. Ja, und dementsprechend werde ich dann auch versuchen, da noch ein paar Spikes oder so zu platzieren. Und mich ein bisschen ausrüsten, alles heil machen und so weiter und so fort. Aber jetzt geht's erstmal Eisen schmelzen. Wenn ich mein Rad wiederfinde. Wo ist denn das Symbol? Ach, da liegt's ja. Ja, gut. Ja, man hat zu tun und ich bin irgendwie sehr froh, dass ich in der Nähe von dem Händler hier kampiere, weil ich, wenn ich mir vorstelle, ich müsste zum Händler noch längere Strecken irgendwie zurücklegen, das verschlingt ja Zeit ohne Ende. Und da hätte ich jetzt gar keinen Bock drauf. Also das kann ich mir gar nicht leisten, so viel wie ich da noch vorhab. Vielleicht bin ich auch einfach zu langsam, ist ja egal, aber irgendwer hat mir ganz am Anfang mal den Tipp gegeben, die Händler sind inzwischen tierisch wichtig, unter anderem natürlich auch wegen der Quests und so, aber ich habe früher die Händler eigentlich so gut wie gar nicht besucht und jetzt stelle ich halt fest, naja, das kommt natürlich auch durch das neue Crafting-System, dass man nicht sofort einen Schmelzofen bauen kann und die ganzen sieben Sachen. Ja, dass man auf die Händler mehr oder weniger dann auch angewiesen ist,
weil die eventuell ja funktionierende Gerätschaften da haben und so weiter und so fort. Also ich bin jetzt sehr, sehr froh, dass ich hier gebaut habe und nicht irgendwo anders. Ja, so, was haben wir für eine Belohnung? Okay, das ist schon mal ein bisschen besser als letztes Mal. Ich nehme die Antibiotika mit. Und dann werde ich ihm gleich versuchen, nochmal hier da irgendwas zu entlocken, was Schönes. Obwohl, ich habe ja gar keine Knete jetzt mit. Ich habe nur 600 Chips bekommen. Das ist ja nicht allzu viel. Und die Preise für das, was ich gerne hätte, die sind ja schon wesentlich höher. Gut, dann bleibt es heute mal beim Gucken, würde ich sagen. Ja, Stoffbeinschienen muss ich mir auch noch machen und auch Handschuhe. Das habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Das wollte ich die ganze Zeit irgendwie. Ich glaube, ich renne immer noch mit meinen Pflanzenfaser-Handschuhen da rum. Wurde ich jetzt auch gerade darauf aufmerksam gemacht. Also ich habe mir die gar nicht angeguckt, habe ich gar nicht mehr so wahrgenommen. Aber es scheint wohl so zu sein. Das geht natürlich nicht. So, und dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt hier rumschmelzen können. Die 8 Teile nehmen wir mit. Und dann geben wir noch mal ein paar Eisenstangen in Auftrag. Nicht allzu viele, aber ist egal, nach und nach kommt das schon. So, dann verbauen wir jetzt, was wir haben an unserer Base. Ich hatte neulich beim Farmen draußen, da war ich nicht allzu weit weg, bei ein paar Steinen, die ich da gekloppt habe, da haben tatsächlich 1,5 Zombies auf meine Betonklötze da eingeschlagen. Erfolglos natürlich. Aber sie haben sie ein kleines bisschen kaputt gekriegt. Das will ich jetzt nochmal fix reparieren. Und betonmäßig das aufwerten, was wir da so aus unserem minimalistischen Vorrat an Beton rauskriegen. Ich glaube, für 12 Steine oder so reicht's. Ist nicht viel, aber passt. Ja, so, dann nehmen wir die Betonmischung mit. Den brauche ich ja eigentlich nicht, ist egal, ich stecke sie mal ein. Und ja, dann nehmen wir die tolle neue Nagelpistole und machen das mal hübsch da unten. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wo ich meine Eisenstangen da gerade sehe. Mit diesem Rotationsprinzip, was wir gleich hier sehen werden, wenn ich die Eisenstangen jetzt neu anbringen will, beziehungsweise die neuen anbringen will. Das hakt bei mir manchmal oder ich schnall schon wieder irgendwas nicht. Also er versucht das jetzt hier so anzubringen, senkrecht, das will ich natürlich nicht. Jetzt sieht man genau, so soll das sein. Und er tut aber nicht immer, was ich will. Also ich habe das ja jetzt einmal gedreht und jetzt seht ihr, er macht es zwar waagerecht, aber ich bin ordentlich, ich möchte die Streben bitte in eine Richtung haben und jetzt nicht quer. Ich möchte sie längs haben. Ich weiß, es ist egal und es interessiert kein Schwein und überhaupt, aber ich möchte das so gerne so. Und jetzt werde ich wahrscheinlich wieder, das war letztes Mal auch so, 700 Jahre damit verbringen, dieses blöde Ding so hinzudrehen, dass es waagerecht ist und die Streben, ja, ihr wisst schon, also in einer Flucht halt, nicht so quer, sondern eben längs. Nicht so. Ich weiß auch nicht, was mache ich denn falsch? Also es ist doch dieses Advanced-Menü, oder nicht? Also zum Schluss klicke ich immer auf allem ganz wild rum, da müsst ihr euch jetzt nicht wundern. Es ist doch dieses Advanced-Menü, oder nicht? Und dann muss ich da mit der rechten Maustaste, nee, mit der linken, dann rotiert das doch. Aber wenn ich das jetzt rotieren lasse, nee, was wollte ich denn jetzt hier, warte mal.
Ich weiß ja nicht. Also früher konnte ich das mal gut. Also das ist mir völlig abhanden gekommen. So, also ich drehe jetzt mit der Maustaste die Dinger so, wie ihr es eben gesehen habt. Aber nicht so, wie ich es haben will. Versteht mich einer? Und warum ist es jetzt so, wie ich es haben will? Ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß nicht, ich stehe da total auf dem Schlauch. Ich muss mir wahrscheinlich mal so ein peinliches Tutorial angucken. Wie drehe ich Eisengitter? Ich habe keine Ahnung, warum ich da so auf dem Schlauch stehe. Das ist fürchterlich. Ist egal, ich bin mir nicht zu schade, euch auch das zu zeigen. Es ist vielleicht für den einen oder anderen wenigstens erheiternd. Also, naja, oder ihr fasst euch schon wieder an den Kopf und denkt so, oh Gott, Lynn, bitte. Aber meine Nagelpistole ist schick, oder? Die macht so richtig schön schnell das, was sie soll. Das finde ich echt gut. Über die habe ich mich auch tierisch gefreut. Mensch, das wird schon wieder dunkel hier so ein bisschen. Oh ja, Mensch. 8:30. So, das war die Arbeit an der Base. Ja, und dann würde ich sagen, werde ich mich jetzt aufmachen zu unserem alten Lager und werde da noch ein paar Spikes machen und ein paar Pfeile und so andere 7 Sachen noch, damit wir denn unsere Location für die Blutmondnacht halbwegs vernünftig herrichten können. Ich bin da eigentlich ganz entspannt, aber ich bin auch gespannt, was das wohl wird, weil ja zwischen unseren beiden Blutmondnächten immerhin ein Patch war und ich habe so den Verdacht, dass die Zombies, wie gesagt, nicht mehr so doof sind, wie sie noch mit 17:0 waren. Das werden wir dann sehen. Aber ich werde da jetzt auch keine Materialverschwendung betreiben. Also ich knall da jetzt einfach noch ein paar Spikes hin. Und ja. Dann gucken wir einfach mal, was passiert, wenn die da so ankommen. Ich habe auch lange überlegt, ob ich noch so einen Käfig bastel für die Geier, die eventuell aus der Luft angreifen oder so. Aber ich habe da jetzt eigentlich in diesem Stadium gar keine Lust zu, weil. Das ist so ein Übergangsding. Ich möchte ja eigentlich. Ja, also ich muss mich entscheiden. Also eigentlich wollte ich ja alles in meiner Base machen. Also ich wollte sowohl die Hordennächte da überstehen, als auch die normalen Tage da abgammeln. Und nun hatte ich so ein paar Tipps gekriegt und weiß nicht genau. Ob ich das tun soll oder ob ich 2 Locations bevorzugen soll, eine für die Blutmondnacht und eine zum Abgammeln. Ich werde mir das nochmal überlegen. Vielen Dank fürs Zugucken in dieser Folge. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten wieder. Bis dann. Tschüss.